Der VfL Gummersbach wünschte sich am Ostersonntag nicht nur viele Eier ins Nest, sondern vor allen Dingen zwei Punkte aus Erlangen. Sollte das gelingen, dann spränge der VfL vorbei an Hannover auf Platz 6 in der Tabelle und dürfte von Europa träumen. Und sie sind richtig gut drauf im Moment, die Gummersbacher, in den weißen Trikots. Angeführt vom U21-Weltmeister Ole Pregler, der auf Rückraummitte nach wie vor und weiterhin Dominik Mappes, den Verletzten, eigentlich Nummer 1 Spielmacher, exzellent vertrat. Die Erlanger fighteten sich rein in diese Partie. Lutz Heini ging voran, bei denen fehlt ja auch Spielmacher Nummer 1. Nico Büdel, verletzungsbedingt. Und Heini macht es richtig gut. Sie taten sich schwer aus dem Positionsangriff gegen eine gute Gummersbacher 6-0. Aber sie blieben hartnäckig. Heini mit 4 Toren allein in den ersten 30 Minuten. Es war lange Zeit ein Spiel auf Augenhöhe, es war ausgeglichen. Aber dann wieder zu viele Fehler vom HCR Lang. 11 insgesamt allein in den ersten 30 Minuten. Und das konnte Gummersbach nutzen. Zog davon zum Ende des ersten Abschnitts. Vujovic zur 3-Tore-Führung. Zur Pause war es ein 17:15 für den VfL Gummersbach. Und das war absolut verdient. Und die Gäste sehr selbstbewusst und konzentriert zu Beginn der zweiten Hälfte. Packten noch mal was drauf. Köster auf Widersson und der trifft zur 5-Tore-Führung. Und der VfL blieb in der Spur, angeführt von Pregler, der machte das wirklich klasse. Und sie hatten dann auch das eine oder andere Mal Glück in diesen kleinen Situationen. Verliehen eigentlich mit einem Topspiel 16 Paraden vom slowenischen Nationalkeeper und der Abpraller bei Miloš Vujović, bester Schütze des VfL an diesem Tag mit 10 Toren. Aber, und auch das kennt man vom HC Erlangen, sie kämpften bis zum Ende. Und der VfL bot durchaus noch mal was an in der Schlussphase. Paar Fehler zu viel und so wollten sie es eigentlich häufiger machen. Ballgewinne in der Deckung und dann ab in den Gegenstoß. Und genau in dem Moment, als es noch mal hätte spannend werden können, da kam sie, die Hand von Daniel Redmann. Und spätestens hier war klar, der VfL Gummersbach würde die Punkte mitnehmen aus der Arena Nürnberger Versicherung. Am Ende ein verdientes 34:31 und für Erlangen die 5. Niederlage im 6. Spiel. Ja, ich glaube, das fängt schon ein bisschen vor der Pause an, dass wir anfangen, sie mit einfachen Fehlern einlagen, unsere Ballgewinne einfach nicht nutzen und wieder wegwerfen. Ich glaube, das tut jedem Handballer beim Zuschauen weh. Ja, und damit machen wir sie stark und dann zeigen sie einfach eine sehr, sehr disziplinierte Leistung, die wir nicht zeigen. Und das sind dann unterm Strich einfach ganz, ganz viele technische und einfache Fehler zu viel, um eine Mannschaft wie Gummersbach zu schlagen. Wir wussten, dass es hier hart wird. Wir haben gegen eine Top-Erlangener Mannschaft gespielt, der eine der beste Abwehr der Liga hinstellt. Und wir wussten, dass es schwer wird. Und wir haben uns auch teilweise schwer getan. Was uns aber, wie gesagt, die ersten 15 Minuten, zweite Halbzeit haben uns schon sehr, sehr geholfen und gut getan. Österliche Freude in Gummersbach. Es ist Platz 6 und der VfL darf von Europa träumen. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.